Hallo Leute, hier sind wieder Mephisto 2051. Mavia, hi. Ja, Bibi. Bibi. Ja, toll. Und Bibi natürlich. Und wir spielen wieder eine lustige Runde Dead by Daylight. Wir haben es vorhin schon zu viert versucht, haben aber einfach keinen Killer gefunden. Nachdem unsere Warsh-Haken dann aber jetzt irgendwie nicht mehr da ist, versuchen wir es jetzt mal zu dritt und gucken, wobei wir da landen. Chancen, wo wir da landen. Sind wahrscheinlich deutlich größer, zu dritt was zu finden als zu viert. Sehen wir gleich, wenn es wieder zu lange dauert, schneiden wir den Scheiß wieder raus. Nur weil wir hier eine Stunde warten, müsst ihr euch das nicht anschauen. Doch, müsst ihr. Ihr müsst unser Leid mittragen. Dann wissen die, wie das ist, dann kauft sich keiner mehr das Spiel. Ich habe jetzt mal auf Russland geändert. Wenn das richtig war. Ja. Ha! Oh, 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 und wir haben die Macmillan Estate. Das Macmillan Estate. Grubenschacht. Ich bin direkt am Hangar. Haken gespawnt. Ich auch. Ich und nicht. Sabotieren. Ja, natürlich. Ich lande da vielleicht gleich dran, ja. Nicht, wenn wir ihn vorher sabotieren Haken können. Hänge, kann ich nicht mehr mit euch reden, weil ich Space drücken muss und das funktioniert nicht mit Alt und Space. Nein, ja, du bist auf Frau und Multitasking. Ich sehe den Killer. Das er ist zu weit weg. Ah, es ist der Michael Myers. Okay. Schrei doch nicht so. Alpha Ball. Ist er hinter dir? Ja, ist er. Ich gehe mal schwer davon aus. Ist noch ein Haken, den er ist jetzt ins Haus. Nee, links am Haus geht er vorbei. Er ist links am Haus vorbei, jetzt auf der gegenüberliegenden Seite von dort, wo du rein bist. Oh oh. Ich hasse Michael Myers. Sorry, Schrauber, wer da auch immer da jetzt gerade schraubt. Ich laufe hier gerade mal vorbei. Na, ich natürlich. Aber wohl, ich habe dich nicht wieder zurückkommen sehen. War nee, wahrscheinlich in einem Generator. Ich bin weiter dran vorbei. Ah, jetzt noch ein Generator. Oh, ich habe das Sabotieren von dem Haken jetzt schon viermal verkackt. Ah, hier, Sab. Und weiter, weiter, lauf, 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 lauf. Und Reh. Er ist hinter mir. Willkommen zurück. Wir sind inzwischen in Russland. Ja, wir sind nach Russland ausgewandert. Oh nein! Da ist Wusel, der vorhin mal mitspielen wollte. Oh, Mavi, hast du den Haken down gekriegt? Get her! Mavi, hast du den Haken down gekriegt? Den, bei dem ich gestartet bin? Ja, aber. Er ist immer noch hinter mir. Ich bin schon in Haken Nummer 3. Sämtliche anderen Haken, in denen ich vorbeigekommen bin. Er hat hier mich. Ist noch einer. Ah, das bist du gerade. Ja. Hier hinten war noch. Ich kann dich aber heilen, wenn du möchtest. Du sahst nicht gerade fit aus. Ja, komm nach links, Richtung Wand. Hier war noch irgendwo ein Haken, den ich machen wollte. Da. Okay, ich folge dir dann. Ich mach das nicht mit dem Werkzeugkasten. Ich mach's halt Saboteur so. Ich hänge. Ich sehe dich aber nicht. Oh! Okay, nicht weit weg. Mir. Er ist rechts von mir, läuft um mich rum, geht ein Stück zurück an die Steine, sieht mich aber immer noch, kommt wieder auf mich zu. Bist du bei mir, McFister? Nein, noch nicht. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Doch, er ist wieder vor mir. Er ist in meiner Nähe, ich höre ihn. Ja, ich höre ihn auch, aber... Wie dicht ist er denn, Bibi? Oh, unser anderer Typ hatte totale Lags. Aber er hat mich runtergeholt, aber ich bin gleich wieder drauf. Ach du heilige... Ich hab den anderen Haken, Mavia, wo du wahrscheinlich warst. Ja, hier. Dann heilen wir dich mal. Ja, mal gucken, wie oft ich das Ding zu fest zuziehe. Nein! Wie, du benutzt irgendwelche rostigen Skalpelle. Ach, rostige Skalpelle, rostige Spritzen, die gehen wenigstens direkt unter die Haut. Der Generator ist gemacht, sehr schön. Aber wenn Bibi hier weg ist, dann muss doch irgendwo noch hier so ein Haken sein, den man peelen könnte. Ja, ich wollte den Haken, an dem Bibi eben gehangen hat, gerade sagen. Und er ist relativ dicht. Ich höre ihn. Boah, er ist bei mir. Ich lock ihn von Bibi weg. Ich hoffe, es klappt.
Nee. Ja, er ist hinter mir, er ist hinter mir. Entschuldigung. Sie. Ich renne in das hakenlose Gebiet. Ich hoffe es zumindest, dass es hakenlos ist. Nach rechts, Bibi. Er hat mich umgemoscht. Dürftet ihr aber sehen. Ja. Hinter den Baum. Ich glaube, er geht auf das Haus zu. Eieiei. Er hat mich gestalkt. Ach ja, und natürlich hier im Haus ist der Keller. Und wir sind gerade an einem vorbeigelaufen. Ich werde gehängt, ich schaff's nicht. Ich hänge. Und er guckt mich an. Er geht die Treppe wieder nach oben. Ist oben angekommen. Irgendeiner ist oben im Haus. Könnte Mavia sein. Achtung, er ist ganz dicht. Das ist X-Today. Aber wenn der jetzt X-Today verfolgt, komme ich mal schnell zu dir. In der Hoffnung, dass... Ich sehe dich zwar nicht, aber okay. Oh, er ist wieder ins... Leute, langsam wird die Zeit eng. Mavia, du hast doch Ahnung von Sachen. Was sind denn diese komischen Knochen um meinen Namen und Bild? Der Michael Myers hat irgendeine Grundfähigkeit, eine bestimmte Person. Da ist er. Ah, fuck. Sorry. Der war ja Level 3. Was genau die Fähigkeit bringt, weiß ich nicht, aber. Ja, genau. Der Michael Myers markiert immer einen beim Start vom, vom Spiel. Okay, das war jetzt ungünstig. Extremst, aber sowas von. Ich hatte gehofft, dass er nicht so schnell wieder zu Hause zurückkommt. Und er weiß immer, wo man liegt. Das ist furchtbar. Ja, dass du nicht weit kommen konntest, war klar. Soll ich euch versuchen zu holen oder soll ich euch da lieber lassen? Der wird jetzt hier campen, schätze ich mal. Ich bin im Moment tot. Geh die Treppe hoch. Wenn du in der Nähe bist, kannst du mal gucken. Ich struggle jetzt schon. Einer ist bei uns oben am Haus. Ist das X-Today oder? Ja, der ist fast tot. Ich bin noch fast Töter, wenn du so willst. Er kommt die Treppe runter. Er kommt wieder rein. Ah, und jetzt sind wir alle unten. Ja. Oh nein. Ja. Los, Bibi, nur noch 3 Generatoren, du schaffst es. Niemals. Ich will sterben. Ich bin auch am Kämpfen. Wir hängen dann hier mal zu dritt ab, ne? Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass man mit 3 Mann da hängt. Bei 2 kannte ich schon. Dann bleibt der Killer einfach lieb dran stehen, bis er tot sind. Aber bei 3. Also wenn du es jetzt schaffst, uns zu retten, Bibi, dann such jetzt die Klappe am besten. Okay, Leute, das war's dann. Eine Kiste weniger. Ja, nee, es ist... Wenn er dich jetzt hat und dann... Klingt irgendwie sehr abschlachtend. Bibi blutet auch schon alles voll. Jetzt bin ich tot. Oh, das ging schnell. Nicht richtig Leertaste gedrückt? Nee, ich habe durchgehend Leertaste gedrückt. Ich habe halt durchgehend gehangen. Ja, und ich habe ja vorher schon mal gehangen. Du warst auch vor mir tot. Und Bibi ist auch schon tot. Heieiei. Ja, sie war ja die letzte. Ah, nee, war sie. Ich war ja auch zweimal schon dran. Stimmt. Ui, das war aber nix, ey. Und jetzt ist er aber wie im Horrorfilm, er steht hinten ruhig da und guckt zu, also das ist schon irgendwie gruselig. Oder? Ah, hier ist der Perk, den du meintest mit der Markierung. Du suchst einen Überlebenden heim, solange deine Besessenheit andauert, ist die Abkühlungszeit erfolglose Angriffe um 14% verringert, die Abkühlungszeit erfolgreiche Angriffe um 25% verringert, nur eine Besessenheit pro Spiel. Okay. Die fällt irgendwie immer auf mich. So. Jetzt könnten wir ja versuchen, Wusel nochmal mitzunehmen. Ja. Mhm. Auf den russischen Server. Russischer Server? Ja. Haben wir dir eben gesagt, dass wir nach Russland ausgewandert sind? Das war kein Scherz. So, stimmt ja. Aber manche Leute hören einfach nicht zu, wenn man mit ihnen redet. Nein. Ich weiß, wovon ich rede. Wir können auch nach Asien, wenn ihr das da besser gefällt. Nee, danke. Das ist Ping immer so scheiße. Was? Du hast mich invited, aber so. Ich habe schon den Invite von dir gehabt. Ich nicht gesehen. Boah, ein Spiel schaffen wir auf jeden Fall noch. 5 Minuten muss ich ja von der Zeit sowieso abziehen. Level 3. Bevor ein Level 1 Perk, na super. Mit meiner Arbeitsmoral, wer ist denn noch dann so? Genau, ein Spiel bevor was passiert, Fisto?
ist eine Aufnahme zu Ende. So. Ich versuche ja, ungefähr 30 Minuten Aufnahmen zu machen. Bei Dead by Daylight kann es auch ein bisschen länger gehen. Ja, ich sag ja nicht, ich versuche es ungefähr. Am Anfang hat es schon einmal nicht hingehauen, aber da kann man nichts dafür. Wenn das Spiel spannend ist, umso besser. Ready up? Ja, Moment, ich guck nur, habe ich Before noch. Before you go, go. Werkzeugkisten, die gehen mir jetzt langsam aus. Ich nehme nie welche mit. Aber komm. Ja, ich bin noch nicht Level 3 mit Sabotage. Und sich das noch. Zumindest, ich nehme ja die billigen mit, die nur 80 Einheiten haben. Die guten mit 130 Einheiten, die benutze ich ja noch gar nicht. Ja, einer fehlt noch. Ich. Ja. Immer muss man auf die Frau warten. Die ist immer als letztes fertig. Ja. Boah, und ein Spiel. Unfassbar. Dann haben wir eben eine Viertelstunde auf dem europäischen Server gewartet und es kam keiner. Und hier ging es direkt los. Wahnsinn. Wusel. Ja. Boah, you gotta be kidding me, oder? Nein. Schön, dass er es auch nochmal mitbekommt. Und das nur, weil wir was geändert haben. Die Aktivität in eurem. Was habt ihr denn geändert? Sag ich nicht. Wir haben es dir schon zweimal gesagt. Dann schau dir diese Aufnahme an, sobald ich sie rausbringe. Meine Güte. Ich habe meine Region geändert, Wusel. Welche Region wo? Meine Server. Das aus dem Zusammenhang gerissen ist auch eine lustige Aussage. Wo geht das? Hier in den Settings? Mach doch einfach ready. Hm. Ah ne, der Killer muss ready machen. Bin ready. Nichts gesagt. Chill. Aber Steam Serverregion hat was mit Download-Servern zu tun. Mhm. Und nicht mit Dead by Daylight, weil Dead by Daylight nicht Valve ist und nicht Steam-Server. Blink, blink. Es war schön, dass du jetzt aus Moskau deine Steam-Daten runterlässt, hat aber mit dem ja nichts. Ah, jetzt habe ich es gesehen, Mevia. Ich war zwar zu langsam, habe aber noch kurz die Maus drüber fahren dürfen. Wusel, bist du dir sicher? Ziemlich, vor allem war gestern viel Kyrillisch in meinem europäischen Chat. Ich weiß nicht. Google das kann ja sein. Vielleicht hat das einfach mit der Tageszeit zusammen. Hängt es mit der Tageszeit zusammen, Mann? Wo ja, dann spielen die Russen dann in Europa. Ja. Kann ja auch sein. Also, in Steam meine Download-Server-Auswahl bestimmt, wo ich in den einzelnen Spielen. Nee. Doch. Google das mal für Dead by Daylight. Wirklich. Ich habe aber eben gefunden, dass sie auf Twitch irgendwo in ihrem Stream bekannt gegeben haben, die Entwickler von dem Spiel, dass sie an einer Verbesserung der Warteschlange arbeiten. Was auch immer das heißt. Alles ist verbesserungswürdig. Ich finde, die Ladezeit könnte man wahnsinnig runterschrauben. Ja. Wobei jetzt das natürlich immer ein Meckern auf hohem Niveau ist. Wir sind halt immer noch in einer Pre-Release-Version. Das ist halt immer noch Beta, Alpha, Beta, glaube ich. Ja, Beta, aber das geht ja nur drum. Das muss ja nur weg sein oder besser sein, wenn es wirklich rauskommt. Eisenhütte der Qual. Und ich bin wieder am Haken. Das ist bestimmt schon wieder Jason. Ich hoffe es mal nicht. Ist der gleiche von eben. Was war das für ein Geräusch? Und denk dran, Mephisto, wenn wir gegen Fallensteller spielen, du kannst auch die Fallen sabotieren. Hm, hab ich schon gesehen. Heute Mittag ein paar Mal gemacht, sehr lustig. Ist sie dann wirklich ganz kaputt, weil sie bleibt liegen? Weiß es nicht. Weißt du, dass man sie sabotieren kann? Was ich hab schon welche. Bringt? Ja, ich hatte schon welche fertig sabotiert, hab aber dann halt nicht gesehen. Ich dachte, die wird sich dann irgendwie auflösen oder so, aber die ist halt einfach liegen geblieben. So, einen Haken weg, ich gehe direkt zum Generator. Du hast das Kit aber benutzt, oder? Hat ja, schon einer den Mörder gesehen? Nein. Ich habe meinen Haken auch weg. Ach, es ist der Jason, er lädt sich an mir auf. Wir hören es. Darf ich mal kurz stören, was ist das für ein Zeichen an mir? Um meinen Namen rum. Das ist die Besessenheit, der Besessenheit-Perk. Und warum sage ich die ganze Zeit Jason? Das ist der Michael Myers. Ist Jason. Ich bin der gerade Bumm gemacht hat. Ich bin hinten im Eckchen, also bitte nicht hinten ins Eckchen laufen. Lieg jetzt gleich. Das ist sau immer, dass der einfach mit dem Messer einen direkt ummessert. Dafür muss er halt dann stalken, aber. Das kann der auch durch Türen, um Wände und sonst was. Das ist echt seltsam. Wollen wir uns mal zusammentun? Wo ist denn der nächste von euch? Ich hänge hier. Zwei sind am Generator, einer geht gerade auf die anderen zu. Oder der einer ist kurz vor Mavia gewesen.
Aber das seht ihr jetzt, ja. Der Perk ist sehr praktisch. Er steht links von mir. 10 Meter Entfernung. Wenn ich gerade so weit, dass er außerhalb meiner Reichweite. Jetzt seht ihr ihn. Ach, super! Jetzt weiß ich, warum es hieß, es sind zwei im Generator. Ich habe den anderen nicht mitbekommen, der hierher kam. Wo ist er jetzt? Geradeaus von, nee, rechts, schräg rechts von mir, hinten an der Wand, der campt. Wenn du noch wartest, bis die Musik nochmal ertönt, und dann ist er nicht. So, jetzt ist er nicht mehr Level 3 und kann die Leute nicht mehr. Insta-killen. Ja. Nur noch anhauen. So, ich hab Nummer 1. Lauf mal die Treppe hoch. Nummer 1 läuft. Und er ist natürlich direkt hinter mir. Der Anti-Krähen-Perk ist schon cool. Ja. Halt für den Fall, dass die Leute. Ja, ich auch hol mich mal. Läuft direkt auf dich zu. Er läuft direkt auf dich zu. Ne, jetzt läuft er wieder zu mir. Wo liegst du denn? Irgendwo ganz oben? Oder oben bin ich gerade im Keller? Wo seid ihr? Ich schraube an einem Haken. Oben, in der Mitte. Ich hab's gerade krachen lassen. Er ist bei mir. Halt dich gerade weiter. Ja. Der ist weggelaufen, der hat mich ganz genau gesehen. Ich kenn's, wenn sie weglaufen, wenn sie einen umgehauen haben. Okay, danke. Oh, wir sind alle wieder fit, das ist schön. Ah, nein, davon da kommt er. Lauf. Wow. Solange mir keiner von euch gleich entgegenkommt. Ich bin in so einem kleinen Häuschen, also bitte nicht da durch oder dran vorbeilaufen. Wieso? Nicht, dass er ihn zu mir lockt. Ja, ich bin wieder oben in der Hütte. Ah! Kreis gelaufen. Nicht durch das Häuschen und Häuschen vorbeilaufen. Dann sehe ich einen vorbeilaufen und schon habe ich den scheiß Meyers am Arsch. Nee, der war doch bei dir. Nee, ich bin wieder in die Hütte gelaufen und da hat er mich. Achtung, wenn wir, ich bin rechts von dir und habe den Meyers im Schlepptau. Nein, hast du? Ja, hast du, sorry. Ich hab ihn. Ah, gut. Ach, gut. Das kann ich gut. Weber, bleib, wo du bist. Ja, er ist geradeaus. Ich sehe ihn. Oh, Mann. Er hat Bibi umgemessert. Der Haken ist leider auch schon geradeaus. Ja. Gucken, ob ich mehr wieder derzeit verbunden kriege, bevor sie hängt. Das leider nicht, aber. Oh, er ist nach links gerannt. Er campt. Konzentrier dich auf mich, ich sehe ihn. Ah, oh, merci. Hast du dich selber runtergerissen? Was? Nein. Er hat mich direkt gedownt. Oh, nö. Er ist doch aufgeladen. Ist er immer noch aufgeladen? Oh, nee. Doch, ich denke schon. Ja, kann ja sein, aber. Kam nicht wieder eine Musik. Guck mal, ob ich noch irgendwelche Haken finde. Ja. Jetzt ist er wieder normal, oder? Steht noch immer da. Boah, du hast ihn gerade gecrossed. Er ist direkt hinter dir. Oh, fuck. Kackter Mist, ey. Da ist noch ein Haken, den mache ich gerade. Ich glaube, wir müssen den anderen beiden helfen, weil einer liegt am Boden und der andere hängt da mal so rum. Bibi, krabbel mal weg. Dass ich den nicht anlocken kann. Ich sehe da hinten stehen, obwohl ich hier die ganze Zeit alles in die Luft jage. Ja, komm. Zu mir nicht. Jetzt ist er bei dir. Krabbelst du auf ihn zu, krabbel doch ins Gras. Also manchmal verstehe ich das. Jetzt zeigt das wieder vorne. Go, jetzt könnt ihr mich holen. Maybe, du bist da? Nein, ich mache einen Haken. Und am besten gerade noch einen Generator, wenn ich noch einen finde, weil wir haben erst einen. Bei Bibi, er campt bei Bibi. Er steht dort in der Nähe, ich sehe ihn. Ist das ein Arsch? Möglichst weit weg. Jetzt kommt er zu dem anderen Hängenden. Der ist eh gleich tot. Leute, ich sterbe hier gleich. Ich habe gerade Bibi gerettet, ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, es tut mir leid. Ja, okay. Bibi hätte noch Zeit gehabt. Oh, und ich habe ihn am Arsch hängen. Das war mein erster Hook.
Wie hat er sich an mir aufgeladen? Er rennt mir hinterher. So, jetzt kommt der Quatsch mit dieser Fabrik und oben langlaufen. Mal gucken, ob ich ihn hier auch verarscht krieg. 8000 Punkte. So, das Fenster komme ist gut. So, ich bin jetzt oben in der Fabrik und gucke, dass ich mich weggewickelt... Ah, weggewickelt bekomme. Nein, er hat mich nur umgemoscht und ist weggerannt, der Arsch. Versteck dich erstmal. Ich versuche mich schon mal zu recovern. Ich kann mich oben nicht verstecken. Ja. Nee, ich meinte Bibi. Läuft. Solange wir ihn nicht sehen... Jetzt ist er nicht mehr so weit bei mir. Der Herzschlag ist jetzt gering. Von mir aus. Jetzt ist er wieder stärker. Er muss also relativ dicht in meiner Nähe sein. Ja, da war er kurz. Ist er wieder weg. Er ist bei mir. Oben in der Fabrik. Geht jetzt die Treppe runter. Ist wohl jetzt im Erdgeschoss und von euch weg aus der Lagerhalle raus. Von uns weg? Ja, aus der anderen, also Türende, das nicht zu euch zeigt. Ah, da höre ich es wieder, verdammt. Ich höre hier oben noch nichts. Komm grad, komm hoch zu dir. Oh, meine Herren! Hat er dich? Er hat mich gleich, ja, er kam direkt auf mich zu, der Dirk. Ich habe mich schon mal vorgeheilt, dankeschön. Okay. Ich guck mal in der Zeit, ob er an Bibi hängt. Und dabei ist er gar nicht so schnell. Jetzt ist er schneller. Ja, der hat dich gestalkt. Ja. So, jetzt die Frage, wo wir hingehen. Stalker. Hinten. Naja. Warte. Muss ganz dicht sein. Ja. Er ist hier außen rechts. Wie benutzt man so eine Taschenlampe? Auch rechte Maustaste. Muss aber relativ hoch zielen. Du musst ihm ins Gesicht leuchten. Immer ins Gesicht. Nicht von hinten, nicht von der Seite. Ins Gesicht. Und wiggle dann? Ja, genau. Ha! Ich hab mich entwickelt. Ja, super. Und lockst ihn direkt zu mir. Sorry! Kommt die Treppe hoch, genau dahin, wo ich bin. Ja, jetzt kommt er zu mir, die Treppe. Jetzt sind wir alle aufeinander, sehr gut! Wir spielen gerade einen abgesprochenen Scheiß. Ja. Klingt so. Er ist immer noch hinter uns. Ja, ich höre es, ich sehe ihn. Achtung, ich mach hier runter. Er ist hinter mir, ich bin nach links, er ist hinter mir. Die Taschenlampe stunt ihn, wenn er geblendet wird. Das dauert aber eine Weile, musst du ihm eine Weile in die Augen leuchten. Ich habe noch nie eine benutzt, deswegen. Ja, ist schwer. Ich bin nur mehrmals geblendet worden als Killer. Ohne Upgrades, super schwer. Die hält nur ein paar Sekunden oder so. Lauf und er trifft mir. Ja, jetzt hat er mich einmal. ich lauf, er trifft, zack, genau. Er hat einmal daneben geschlagen. Er kommt zu euch, ich erhole mich erstmal. Kurz ins Gras. Solange keiner am Haken hängt, ist er noch in Ordnung. Er kommt zu mir. Ich mache in der Zeit gerade mal einen Generator, ne? Ja. Einen brauchen wir auf jeden Fall noch. Für die Klappe? Das wird eine komplizierte Runde. Ja, ist an mir vorbeigelaufen. Na, fuck. Ja, er kommt wieder rein, ist wieder raus. Liegt ihr beide am Boden? Ja. Ist natürlich ungünstig. Wenn er mich jetzt noch hat, dann war's das. In deine Richtung. Och, ja, und er ist natürlich direkt neben mir aufgetaucht. Er hat mich jetzt gleich... Also ich bin auf jeden Fall mal geheilt, mal. Ich versuche nach da oben zu rennen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin gerade langsamer im Rennen. Er ist hinter dir. Ja, ich weiß. Aber was soll ich denn tun? Ja, nee, ich wollte es dir nur sagen. Nein, Wichser, schnapp. Aber er hat mich wenigstens geschnappt. Das heißt, ich müsste mich wegwiggeln können. Hier hat er keine Chance, mich irgendwo hinzubringen. Keller. Nee, keine Chance. Von dort, wo er ist, hat er keine Chance. Da wege ich mich weg, bevor er irgendwo ist. Kommt drauf an, was er für Perks hat. Jetzt hat er mich hingeschmissen, der Arsch. Ja. Sag ja, wenn er mich liegen lässt, sind wir am Arsch. Ansonsten, wenn er mich trägt, kann er es nicht schaffen. Wie gesagt, es gibt Perks, mit denen er dich länger tragen kann oder wo er schneller läuft. Ja, das habe ich schon gesehen. 6% oder so schneller laufen, wenn er einen hat. Also ich bin gleich verblutet.
Ja, nee, du hast noch ein paar, noch eine Minute, zwei, dauert noch. Schön, aber wir verbluten jetzt einfach und er macht nichts, außer uns dumm liegen lassen. Ja. Das ist natürlich assi, man müsste sich schon hochrappeln können, komplett. Er, muss euch halt auch er guckt mir gehässig zu, wie ich mich über den Boden schleife. Ja. Ist das ein Arsch? Ja, es ist das Beste, was er in der Situation machen kann. Wenn er jetzt irgendeinen von uns holt und wir entkommen, und dann laufen wir weg und dann ist er ja, wieder am Suchen. So sind wir auf jeden Fall tot. Das ist ja sicherer wie der Haken, das ist ja voll assi. Ja. Naja. Wenn alle liegen, ist vorbei. Wenn alle liegen, dann ja. Dann kann man sich nicht mal gegenseitig heilen. Nee, am Boden kann man sich nicht heilen. Also wenn ihr ich glaube, ich war noch nicht mal am Haken und sterbe trotzdem. Ne? Oder? Hm? Bitte? Es sind alle am Boden, oder wie? Ja, wir sind alle drei am Boden. Ah, okay. Bibi ist gleich tot. Ich komme danach, dann Mephisto. Man muss euch halt finden, wenn ihr euch seht, ist natürlich irgendwie doof. Der guckt mir gehässig zu. Nee, der weiß, wo mindestens Mephisto liegt. Ja, ich habe ja nur einen Schlauch, in dem ich mich wegkriechen kann. Ja, schlecht. Ja, mich hat er jetzt auch nochmal gefunden, aber... Ah nee, jetzt nimmt er mich auf. Interessant. Ich weiß nicht, ob ich das an seiner Stelle gemacht hätte. Er ist eben auch komplett an der Treppe an einmal an mir vorbeigelaufen, hat auf mich runtergeguckt und ist weitergegangen. Naja, er versucht jetzt mich in den Keller zu tragen, das wird er wahrscheinlich auch schaffen. Ja, er muss halt sich halt auch überlegen, wie er es macht. Er kommt hoch. Ja, ich kann halt nichts machen. Ich muss direkt schon kämpfen. Kein Fluchtversuch mehr, schade. Wenn ich Glück habe, ich keine Blutspur hinterlassen. Das heißt, theoretisch dürfte er mich nicht finden. Ich weiß nicht, wie er mich finden will, aber der Killer findet mich dann trotzdem immer. Ja, ich habe auch als Killer einen Perk, dass man die Überlebenden, wenn sie am Boden liegen, sieht in einer gewissen Umgebung. Ach so. Das geht, sicher. Ich dachte schon, wie findet der einen immer? Man liegt da, ist absolut unsichtbar und der Killer kommt genau auf einen zu, schnappt einen und geht weg. So, hä? Ja, es ist ja auch, wenn du am Boden liegst, du bist ja auch laut, du stöhnst ja auch. Man braucht dann nur ein bisschen sich umzugucken. Ach, ich stöhne noch halb so laut und ich. Das war's. Gut, schade. Hat aber wenigstens ziemlich genau zur 30 Minuten Aufnahme gepasst. Ja, wenigstens noch 600 Punkte fürs Kämpfen bekommen. Mehr als wir. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Punkte für den Keller. Bye, ciao, bye. Leute. Ciao. Tschüss.